Ja, heute geht es um die Einführung in die Mnemotechnik. Ganz schwer auszusprechendes Wort. Zumindest ich breche mir jedes Mal die Zunge. Und zwar insbesondere geht es heute um den sogenannten Gedächtnispalast. Und der Gedächtnispalast ist ein sehr altes Konzept. Das ist nämlich das Hauptkonzept, das die alten Griechen und die Römer, also vor 2.500 Jahren schon eingesetzt haben, um das Gedächtnis zu trainieren und um Reden oder auch im Theaterbereich natürlich, wenn man an die Gesänge von Homer denkt, auswendig zu lernen, mehrere tausend Strophen und die korrekt wiederzugeben. Das Ganze kommt aus dem Altgriechischen und ist aber ein Kunstwort letztendlich aus dem 19. Jahrhundert und es geht um die Gedächtniskunst. Es gibt zwei bekannte Methoden, sich etwas zu merken. Die eine ist die Geschichte, da will ich auch kurz drauf eingehen. Die ist gut geeignet, vor allem für kürzere Reden, wie das bei uns bei Toastmasters auch der Fall ist. Aufzählung und Einkaufszettel. Der Gedächtnispalast selber, der ist geeignet für alle Arten von Informationen. Das ist ein Schweizer Taschenmesser. Da kann man kleinere Aufzählungen, größere Aufzählungen, Reden, Romane, mehrere tausend Strophen kann man dort im Gedächtnispalast unterbringen. Und man muss halt überlegen, was man wofür einsetzt. Den Gedächtnispalast wichtig zu wissen ist, dass man den im Grunde für alles einsetzen kann. Und das Ganze beruht letztendlich auf der Tatsache, halt auf der Tatsache, dass der Mensch sich abstrakte Informationen relativ schlecht merken kann. Also, und eine abstrakte Text ist eine sehr abstrakte Information erstmal. Um sich die gut merken zu können, braucht man Anker. Und für Anker bietet sich immer an, Bilder zu benutzen. Das ist also eine sehr bildliche, beide, sowohl die Geschichte als auch der Gedächtnispalast, sind sehr bildliche Ansätze. Und ich will jetzt mal kurz auf die Geschichte eingehen. Ich bitte euch jetzt mal die Augen zu schließen und ich lese euch diese Geschichte vor. Und versucht diese Geschichte euch möglichst bildlich vorzustellen, während ich sie vorlese. Es geht los, Augen zu. Ein kleiner Frosch sitzt auf einem Seerosenblatt im See und genießt den Sonnenschein. Das sieht ein dicker Karpfen, nähert sich von hinten dem Seerosenblatt und verschluckt das Fröschlein. Ein Klapperstorch hat es ebenfalls auf diesen Leckerbissen abgesehen und spießt voller Zorn den Karpfen mit seinem spitzen Schnabel auf. Vom Lärm im See, im Mittagsschlaf gestört, verlässt ein Krokodil die nahegelegene Sandbank. Es schnappt sich den Storch, der noch mit dem Karpfen beschäftigt ist, und verschlingt ihn. Ruhe kehrt wieder am See ein. Das Krokodil kehrt zurück zu seiner Sandbank, um sich einen Verdauungsschlaf zu gönnen. Im Gebüsch am See sitzt ein Tierfotograf und freut sich darüber, dass er die Fotoserie seines Lebens geschossen hat. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Lest euch die Geschichte nochmal in Ruhe durch und dann ist meine Frage, ob einer diese Geschichte nacherzählen will. Ohne den Text dann natürlich zu sehen. So, jetzt müsstet ihr das alles
alle durchgelesen haben. Ich stoppe jetzt mal die Wiedergabe oder vielmehr gehe zurück. Nein, ich stoppe die Wiedergabe. So ist gut. Wer möchte die Geschichte nacherzählen? Freiwillige vor. Ja, wenn sich sonst keiner meldet. Ja. Wer zuerst zuckt, hat verloren, Ja, Christian. einer muss ja reinspringen. Also dann, erzähl uns doch die Geschichte nochmal nach. Es kommt nicht auf die wortwörtliche Wiedergabe an. Genau. Also, wir haben den kleinen Frosch, der auf dem Seerosenblatt im See sitzt und sich ein wenig Sonne gönnt. Und das sieht ein Karpfen, der von hinten an dieses Seerosenblatt heranschwimmt. Und natürlich einen leckeren Snack wittert und direkt mal zubeißt und den kleinen Frosch verschluckt. Dann, gerade noch in der Verdauung, kommt ein Vogel. Ich glaube, es ist den Vogel habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Es ist auf jeden Fall jemand mit einem oder ein Vogel mit einem spitzen Schnabel. Sieht das Ganze und hatte es eigentlich auch auf den Frosch abgesehen. Und beschäftigt sich jetzt mit dem Karpfen, indem er diesen mit dem spitzen Schnabel aufspießt. Und auf der nahegelegenen Sandbank sitzt ein Alligator oder ein Krokodil, aufgeweckt, gerade aus dem Schlaf von dem Krach im See, schwimmt direkt dorthin und schnappt sich den Vogel. Nach getaner Arbeit, quasi nach dem Aufessen des Vogels, schwimmt das Krokodil zurück auf die Sandbank. Legt sich wieder hin und macht einen Verdauungsschlaf. Und im Gebüsch sitzt dann halt ein Tierfotograf, der sich über die Bildserie seines Lebens freut. Das müsste es in etwa gewesen sein. Hervorragend. Alles Wichtige war drinnen in der Geschichte. Ich teile mal wieder meinen Bildschirm. Wozu diese Geschichte? Diese Geschichte ist da, um sich die fünf Klassen der Wirbeltiere, habt ihr sicher alle mal in der Schule gelernt und schnell wieder vergessen, die fünf Klassen der Wirbeltiere zu merken. Der Frosch steht für die Amphibien, der Karpfen für die Fische, der Klapperstorch oder irgendein anderer Vogel, das ist gar nicht wichtig, für die Vögel, das Krokodil für die Reptilien und der Tierfotograf für die Säugetiere. Und wenn man diese Geschichte im Kopf hat, wenn man diese Geschichte im Kopf hat, dann kann man jederzeit, sollte mal irgendwann das Gespräch auf Wirbeltiere kommen, sofort replizieren, was die fünf Klassen der Wirbeltiere sind. Und so funktioniert alles mit Geschichten. Das heißt, die Information wird versinnbildlicht, wird mit Bildern versehen. Möglichst eine schöne, nette Geschichte, die auch eingängig ist, die eine Reihenfolge hat. Entweder weil die Reihenfolge eine Rolle spielt oder einfach, dass man sicher sein kann, dass man nichts vergessen hat in der ganzen Reihenfolge. Und so kann man sich zum Beispiel einfach Listen merken. Und in der Medizin ist sowas ganz stark verbreitet, weil die viele Sachen auswendig lernen müssen, Sachen, die sonst kein Mensch lernt, auf die uns die Schule auch wenig vorbereitet hat. Und das lernen die ganz viel mit solchen Merksätzen, mit kleineren Geschichten, mit irgendwelchen Merkworten, deren einzelne Buchstaben dann halt wieder die vollständige Information geben. Das sind alles Variationen letztendlich der Geschichte. Der Gedankenpalast. Der Gedankenpalast. Von der Geschichte her muss man sich das so vorstellen: Es gab in den großen antiken Zentren unzählige Philosophieschulen und es gab auch unheimlich viele Rhetorikschulen, weil das Reden unheimlich wichtig war. Und das Reden bestand aus viel mehr Komponenten noch, als es bei uns der Fall ist. Es war also nicht nur die Rede an sich und der Aufbau der Rede, sondern es war dabei auch sehr stark zum Beispiel das Stimmliche. Allein deswegen, weil es halt keine Verstärkungsmöglichkeiten gab. Und wenn man eine Rede vor
300 oder 500 oder 1000 Personen halten musste. Und das war in der Antike auch nichts Ungewöhnliches. Es gab Volksversammlungen, es gab den Senat, der auch ein paar hundert Mitglieder hatte. Es gab eine Rede auf dem Forum, es gab den Schauspieler, der im Theater reden musste. Das mussten die alle ohne moderne Tontechnik bewältigen. Und lediglich der Schauspieler hatte den Vorteil, dass üblicherweise das Theater so angelegt war, dass es akustisch optimiert war. Das sind die klassischen Theater, die wir kennen, die so gebaut waren, dass der Schall verstärkt wurde. Das war aber in ganz vielen Angelegenheiten nicht der Fall. Es war die Rede im Freien, am Forum in Rom beispielsweise oder auch im Senat. Das war ein kleiner rechteckiger Raum mit vielen mehr oder weniger beleibten Männern drin sitzen mit ihren Togen, die eher Schall geschluckt haben. Also musste auch die Stimme entsprechend gebildet sein. Bekannt ist ja das Beispiel vom Demosthenes, der an den Meeresstrand gegangen ist und mit Kieselstein im Mund geübt hat, deutlich und laut zu sprechen. Also sich nochmal ein zusätzliches Handicap zugefügt hat, um die klare und laute Aussprache zu üben. Das Zweite ist, es gab damals keine Teleprompter, Papyrus war auch nicht so billig, dass man das kurzerhand benutzt hätte, um eine 10, 20, 30-seitige Rede darauf zu schreiben, vielleicht mehrfach noch zu schreiben. Das fand halt definitiv nicht statt, sondern man musste die Rede auswendig lernen. Und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen, wie in den damaligen Rhetorikschulungen die Rede geübt wurde. Und das fand in der Form statt, dass der Rhetoriklehrer mit seinen Schülern in einen Tempel reingegangen ist. Die Tempel waren ja zumindest in den großen Städten sehr groß, sehr prächtig, während die eigentliche Wohnung, die eigene Wohnung meist eher bescheiden war, wenn man nicht den Top 10.000 oder damals vielleicht eher den Top 1.000 angehörte. So, in diesen Tempel ging er mit seinen Schülern hin, mehrere Tage hintereinander und ließ die wirklich Meter für Meter diesen Tempel abschreiten in einer Runde, einmal rundherum und sich jedes einzelne Merkmal einprägen. Und im Anschluss wurde das, wie das halt auch üblich ist, bei Schulen abgefragt. Und wenn es nicht reichte, musste der Schüler vermutlich nachsitzen, sprich nochmal in diesen Tempel gehen und sich nochmal jedes einzelne Element einprägen. Und warum musste man das machen? Weil dieser Gedankenpalast, den man dann im Kopf hatte, und zwar auch in den Details im Kopf hatte, der dient als Grundgerüst für den Gedankenpalast, an dem man dann sich längere Reden merkte. Und zwar, wie funktioniert das in der groben Theorie? Man geht rein in den Gedankenpalast, den man sich jetzt im Kopf vorstellt und schreitet den grundsätzlich immer gleich ab. Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, das ist vollkommen egal. Aber man muss auch einen einheitlichen Weg in diesem Gedankenpalast, den man immer wieder geht und keinen anderen, damit der einem vertraut ist, ein ganz vertrauter Weg ist. So, und während man jetzt beispielsweise, ich komme in den Tempel rein, wende mich nach links und sehe als erstes, sagen wir mal, einen Opferstock, wo man Geld für die Armen reinschmeißt oder für Opfer oder für sonst irgendwas. Der ist reichlich ziseliert und so weiter. Und da legt man jetzt den ersten Gedanken, das erste Redestück, die erste Informationseinheit, die man später abrufen will, ab. Und schreite dann zum zweiten Merkpunkt und so weiter und so fort. In so einem Tempel, wenn man sich ihn ausreichend eingeprägt hatte, und ich rede jetzt wirklich nicht davon, dass man kurz sagen konnte, da stand ein Opferstock, da vorne ein kleines, was weiß ich, ein kleines Standbild, sondern wirklich auch wusste, ich stehe jetzt vor der zweiten Säule und die zweite Säule hat auf Brusthöhe einen Riss und
auf Kopfhöhe hat sie eine komische Verfärbung und so weiter. Von der Detailstärke spreche ich tatsächlich. Konnte man in so einem Tempel problemlos 10.000 Verse ablegen oder halt eine Rede von deutlich weniger als 10.000 Versen natürlich oder auch eine Einkaufsliste. Im Grunde spielt das gar keine Rolle. Und das Zweite, was besonders schön an diesem Gedankenpalast ist, ist, dass er sehr umweltfreundlich, weil er recycelbar ist. Unser menschlicher Geist hat gar kein Problem damit, dass ich heute meine Einkaufsliste dort ablege und morgen ein 500 Seiten eines Manuskriptes dort ablege, das ich als Schauspieler vielleicht vortragen muss. Das ist gar kein Problem, das kann das Gehirn unterscheiden. Ich muss nur wissen, in welchem Rahmen ich mich bewege und ich muss wissen, worum es geht. Also heute will ich die Einkaufsliste abrufen, dann rufe ich die Einkaufsliste ab. Da kommt auch nichts durcheinander. Meine Einkaufsliste kommt nicht mit der Rede durcheinander und die Rede kommt nicht mit dem Roman durcheinander. So gut ist unser Gehirn schon. Heutzutage haben wir vielleicht nicht mehr so viele Tempel, wir haben zwar Kirchen, Moscheen und Ähnliches auch, aber das ist gar nicht mehr nötig, weil wir haben heutzutage Wohnungen. Und unsere Wohnungen sind um ein Vielfaches größer und sind auch stärker ausgestattet, als es das bei den alten Römern der Fall war. Außerdem sind uns unsere Wohnungen sehr vertraut. Das heißt, wir wissen, was sich in der Küche befindet, wir wissen, was sich im Esszimmer befindet, wir wissen, was sich im Schlafzimmer befindet und so weiter und so fort. Das heißt, es empfiehlt sich als Gedankenpalast, weil man dann die erste Aufgabe sich schon erspart, quasi einzuprägen, was in diesem Tempel sich wo befindet, die eigene Wohnung zu nehmen. Oder wenn man jemand ist, der häufig die Wohnung wechselt, vielleicht als Spion oder so tätig oder noch in einem Alter, wo man tatsächlich alle 2 Jahre den Arbeitgeber wechselt und damit auch den Wohnort, dann kann man sich natürlich auch eine andere Wohnung hinnehmen. Vielleicht die Wohnung, wo man groß geworden ist oder so. Das ist also gar kein Problem, auch entsprechend dort reinzugehen. Bei mir läuft das beispielsweise so ab, wenn wir jetzt mal uns nach links unten gucken, da wo dieser Durchlauf ist, seht ihr eigentlich meine Maus? Okay, also ich komme in meine Wohnung rein und stehe hier in einem langen Gang. Zu meiner Linken komme ich in die Küche rein, ganz normale Küche. Hier ist ein Balkon. Dann komme ich in das Arbeitszimmer meiner Frau, das war mein Kinderzimmer. Dann komme ich in mein Arbeitszimmer, das war auch mein Kinderzimmer. Dann komme ich in unser Bad, Schlafzimmer, Bibliothek, Fernsehzimmer, Esszimmer. Ich lebe jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren in dieser Wohnung. Ich weiß, was in der Küche steht. Ich weiß, dass hier der Kühlschrank steht. Ich weiß, dass daneben die Spüle steht. Ich weiß, dass hier die Waschmaschine steht. Ich weiß genau, dass hier ein Trockner steht, dass hier die Herdzeile sich befindet, dass da ein Regal mit Gewürzen ist. Oben drüber ist das Geschirr angeordnet. Und ich bin jetzt noch kein so braver Ehemann, dass ich wirklich mir mit meiner Frau die Arbeit in der Küche teile. Ich koche ab und zu am Wochenende. Trotzdem ist mir diese Küche sehr, sehr vertraut. Ich weiß, was wo ist. Hier gegenüber ist ein Spiegel und so weiter und so fort. Ich kann also diese Wohnung sehr genau beschreiben. So, und jetzt, hier ist sogar nochmal aufgeführt, da sieht man das. Und mein Rundgang ist immer so, wie man das hier sieht. So baue ich meinen Gedächtnispalast auf. Das ist also grob im Uhrzeigersinn. Aus irgendwelchen Gründen habe ich noch nie hier unsere Garderobe benutzt. Die fällt immer unter den Tisch, obwohl ich da auch täglich ein, zweimal reingehe in diese Garderobe, um Mantel rauszunehmen oder reinzustellen. Aber die benutze ich nicht. Aber die anderen Zimmer benutze ich.
So, jetzt machen wir die erste Gruppenübung. Und zwar geht es darum, dass jeder von euch sich seine eigene Wohnung nochmal bildlich verbildlicht. Das ist ganz wichtig. Wir reden hier wirklich von einer Technik, die ganz stark auf Bildern beruht. Bildlich seine Wohnung vor Augen ruft. Nochmal zurückgehen zu mir. Ich würde jetzt also zum Beispiel sagen, ich komme in meine Wohnung rein, stehe im Flur. Direkt zu meiner Rechten ist ein Schirmständer. In diesem Schirmständer sind nicht nur Schirme, sondern da ist auch sogar noch ein langer Schuhlöffel, den man da rausziehen kann. Dann gehe ich in das erste Zimmer, in die Küche. Zu meiner Rechten befindet sich der Kühlschrank. Wir haben einen silbernen Kühlschrank und so weiter. Und jetzt kann man ruhig etwas detaillierter reinbeschreiben. Ich würde mal sagen, pro Zimmer sollte man jetzt hier für den Anfang mal 4, 5 Merkmale, Gegenstände, das kann alles sein. Das kann der Kronleuchter sein. Das kann eine Lampe sein, die seit 5 Jahren eine defekte Birne hat. Was auch immer einem da als Permanentes einfällt, was also sich nicht täglich ändert. Also es steht ein noch nicht abgespültes und eingeräumtes Glas an der Spüle. Das ist ein schlechter Merkposten, weil der ist wahrscheinlich morgen vielleicht schon behoben oder nachher. Sondern tatsächlich das, was permanent drinnen steht. So, und wir sind jetzt, sehe ich, Heiko. Bist du da? Nein. Ja, ich bin da. Kannst du teilnehmen? Ja, natürlich. Bin ein bisschen spät reingekommen, sorry. Okay. Dann würde ich sagen, dann geht ihr jetzt mal 10 Minuten in 2 Zweiergruppen. Manuel, du musst da auch mitmachen. Ja, einmal. In 2 Zweiergruppen rein. Und schildert euch, jeder hat 5 Minuten die eigene Wohnung. Macht also so einen Rundgang und sagt, wenn ich in meine Wohnung reinkomme und mich nach links wende, sehe ich als allererstes den alten Spiegel, den wir von der Oma geerbt haben und so weiter. Ja? Dadurch verbildlicht ihr euch das selber noch einmal und dem anderen, und weil ihr es halt dem anderen beschreiben müsst, wird es hoffentlich auch sehr detailliert. Es prägt sich euch nochmal zusätzlich ein und das brauchen wir dann für die nächste Übung, wo wir wirklich in eurem persönlichen Gedankenpalast eine längere Einkaufsliste verteilen wollen. Wir haben jetzt 18.40 Uhr. Dann würde ich sagen, bis 18.50 Uhr machen wir diese Übung. Manuel, du musst also auch noch die Uhr im Auge behalten, weil nur du als Zoom-Master kannst auch die Leute wieder aus den Breakout-Sessions holen. Ja, ein erschwerendes Element haben wir. Also letztes Mal konnte ich als Zoom-Host nicht in Breakout-Rooms hineintreten. Das würde ich jetzt vielleicht so machen, dass wir das mal ausprobieren, indem du als Host dienst und dann versuchst, selber, also erstmal die Räume erstellen. Ja. Versuchst selber zu wechseln. So was. So, ich habe wieder Breakout Sessions. 2 Konferenzräume. Ich weise euch automatisch zu. Ja. Alle Sessions beginnen. Wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Super. So, hat das geklappt? Habt ihr euch eure Räume gut beschreiben können? Ja, definitiv. Ja. Super, dann gehen wir jetzt nochmal in meinen Gedankenpalast zurück. Und die nächste Übung, die wir im Anschluss daran machen, da handelt es sich darum, dass ich euch 2 Einkaufslisten gebe mit jeweils 12 Artikeln drauf. Und diese 12 Artikel sollt ihr euch merken. Und zwar in der richtigen Reihenfolge auch. Es sind 2 unterschiedliche Listen. Das heißt, damit sich es nicht zu sehr wiederholt. Ihr geht dann wieder in 2er Gruppen in die
Breakout-Sessions. Jeder hat 5 Minuten Zeit. Ich gebe das dann über den Chat bekannt, wenn die 5 Minuten vorbei sind, um sich das selber einzuprägen. Wie es eingeprägt wird, erkläre ich gleich in einem Beispiel. Anschließend in den zweiten 5 Minuten, da müsst ihr euch dann selber ein wenig orientieren, stellt ihr euch gegenseitig die Einkaufsliste vor, wie ihr sie euch gemerkt habt. Erklärt also eurem Partner im Breakout Room, wie ihr es euch gemerkt habt. Wir kommen dann alle wieder zusammen und jeder von euch trägt mir dann bitte seine Einkaufsliste in der richtigen Reihenfolge vor. Jetzt aber erstmal, wie funktioniert das mit der Einkaufsliste? Muss ich jetzt wieder zurückgehen? So. Mein Gedankenpalast. Ich habe also im Flur habe ich Spiegelhutablage. Und gehen wir lieber mal in die Küche. Da habe ich Spüle, Herd, Kühlschrank, Fallrohr, so als ein paar Beispiele mal aufgeführt. Und eine Einkaufsliste von 12 Gegenständen, also sage ich mal, in jedes Zimmer gebe ich mal 2 Stück rein. Dann brauche ich die ersten 6 Zimmer und dann hätte ich meine Liste vollständig. So. Das Gehirn merkt sich eine Information umso besser, je merkwürdiger sie ist, je abstruser sie ist. Bildlich wieder denken. Mein erster Gegenstand auf meiner Einkaufsliste sind Oliven. Und zwar müssen es die richtigen Oliven sein, weil meine Frau mag keine grünen Oliven, die mag nur schwarze Oliven. Und das müssen Kalamata-Oliven in Öl sein. Und wehe, ich bringe die falschen Oliven mit, dann ist der Haussegen schief. So, ich bin jetzt also in meiner Küche und könnte jetzt sagen, ja, ich sehe da so ein Glas Oliven auf dem Tisch, auf dem Küchentisch liegen. Das funktioniert aber nicht. So merkt ihr euch eine Sache nicht. Weil das ist zu alltäglich, das ist irgendwie dahin gedauscht. Ihr braucht jetzt einen Anker in eurem Gehirn, mit einer verrückten Geschichte. Eine ganz kurze Geschichte nur, aber die müsst ihr euch bildlich vorstellen. Mein Beispiel jetzt mit den schwarzen Kalamata-Oliven. Ich komme in die Küche rein und sehe den Weihnachtsmann. Und der Weihnachtsmann tanzt einen Sirtaki, kennt ihr ja alle, und jongliert dabei mit schwarzen Oliven herum. Das ist eine gute Geschichte. Weihnachtsmann, Oliven, das ist sehr abstrus. Das merke ich mir, das werde ich nicht vergessen. So, der zweite Gegenstand auf meiner Liste ist Brot, ein Baguette. Und ich habe jetzt also hier meinen jonglierenden Weihnachtsmann und dann kommt plötzlich vom Balkon, der ist hier in die Küche rein, in die Küche. So der typische Franzose, so ein Gallier. So mehr oder weniger Asterix- und Obelix-artig, etwas moderner gekleidet, aber mit so einem Baskenmützchen auf und trägt unterm Arm die Baguette und pfeift dazu die Marseillaise. So, jetzt habe ich also in diesem Raum drin meine Oliven und das Baguette geankert jeweils an dem Weihnachtsmann, der mit den Oliven jongliert, während er Sirtaki tanzt. Und den Franzosen, der da für die Marseillaise pfeifend ein Baguette unterm Arm mit der Baskenmütze reinkommt. Das sind zwei sehr deutliche Bilder, zumindest für mich. Ihr habt eure eigenen Bilder gewählt. Es geht da um Sachen, die für euch einprägsam sind, die ihr euch gut, auch wenn sie vollkommen abstrus sind, vorstellen könnt. Ich habe also ein Weihnachtsmann vor mir, den Coca-Cola-Weihnachtsmann, dick, weißer Rauschebart, rot gekleidet und sehe den vor mir Sirtaki tanzen. Und ich habe auch bei den Franzosen eine deutliche Vorstellung, wie der da mit so einem Gallierbart
und seiner Baskenmütze am Kopf etwas dicklich herumläuft und das Baguette unterm Arm hat. Das sind meine ersten zwei Artikel. Ihr kriegt jetzt 12 Artikel. Und bei diesen Artikeln ist es wichtig, dass ihr die Reihenfolge beachtet. Das ist eine Liste, eine Einkaufsliste. Bei einer Einkaufsliste wäre es erstmal egal. Es sei denn, ihr müsst gewisse Geschäfte abklappern, dann ist es vielleicht doch wichtig, was an der Spitze steht und was nicht. Trotzdem bitte ich euch, diese Einkaufsliste anhand dieser Geschichte auch in der richtigen Reihenfolge auswendig zu lernen. Denkt euch für jeden Gegenstand eine Geschichte aus. Je abstruser, je besser. Weihnachtsmann, Gallier. Es müssen nicht immer Personen sein. Es kann auch eine Explosion erfolgen und aus der Mikrowelle springt das Popcorn raus, wenn ihr Popcorn kaufen wollt. Ne? Denkt euch irgendwas an, was gut bildlich für euch erinnerbar ist. Dafür habt ihr 5 Minuten Zeit. Für euch ganz alleine. Euer Partner hat die gleiche Liste wie ihr. Also in den 2 Breakout-Räumen sind unterschiedliche Listen, aber in einem Raum ist jeweils die gleiche Liste. Nach den 5 Minuten allein einprägen, erzählt ihr dem anderen, wie ihr euch das gemerkt habt. Also die Mini-Geschichten. Wirklich Mini-Geschichten, keine Riesengeschichten machen. Musste kein Karpfen, ein Hecht fressen und von einem Storch aufgespießt werden und so weiter. Viel zu umständlich. Eine Mini-Geschichte. Und der andere erzählt euch seine Mini-Geschichte. Jetzt müsste das eigentlich gut genug verankert sein, dass wir dann nach 10 Minuten zurückkommen in den Gemeinschaftsraum wieder hier und jeder mir seine Einkaufsliste kurz vorträgt in der richtigen Reihenfolge. Ja? Du möchtest nicht die Geschichte hören, sondern einfach nur die Einkaufsliste. Ich will nur noch die Einkaufsliste hören. Mir ist es ganz egal, wie es, diese Verankerung ist nur für euch. Und ja. Es einfach mal nochmal vorzutragen, verstärkt es nochmal am Anfang. Ja. Ich will nur noch tatsächlich wissen, Kalamata, Oliven und was noch immer auf der Einkaufsliste steht, von Popcorn bis hin zu Baguette. Was halt auf eurer Liste draufsteht. Nur noch die Gegenstände. Ja? Gut, dann schicke ich euch in die Räume und ich komme kurz in jeden Raum rein und gebe euch eure Liste dann in den Chat dieses Breakout-Rooms rein. So, stoppen. Sessions. Sind wieder die gleichen wie vorhin. Sie können dich nicht hören, Ivo. Hallo, wie ist die Stimmung? Ja, in unseren Wohnungen ist viel los. Okay, das ist hervorragend. Ja, dann steigen wir doch direkt ein. Als allererstes, ich teile mal meinen Bildschirm, weil dann können wir jeweils sehen, wieder was wir da haben. Wo habe ich den jetzt? Bei der Mnemotechnik muss ich jetzt keine Angst haben, dass ich das innerhalb von 3 Minuten vergesse. Nee. Gut. F5, glaube ich, ist es. So. Ihr seht jetzt alle Gruppe A? Ja. Mhm. Gut. Der erste auf meinem Bildschirm ist der Heiko. Und Heiko, deine Aufgabe ist jetzt, deine Augen zu schließen und durch deine Wohnung zu gehen und jeden einzelnen Gegenstand vorzutragen, den du dort vorfindest. Nur den Gegenstand. Also ja. Zum Beispiel schwarze Kalamata-Oliven. Bist du bereit?
Ja. Dann leg mal los. Okay. Schokoladeneis, Banane, vegane Chips, Bier, Eier, Butter, Salat, Knoblauch, gekochter Schinken, Klopapier, Toastbrot. Perfekt. Heiko, fehlerlos. Aber ich ging in Gedanken die Geschichte durch, ne? Ja. Und ja, dann gehen wir jetzt mal zur Gruppe B. Da habe ich den Manuel. Ja. Bist du bereit? So nicht bereit. Loslegen, bitte. Erst wenn der seht ihr jetzt alle den Bildschirm? Nein. Upsala. Dann ist er nicht richtig geteilt. Bildschirm freigeben. Jetzt seht ihr den Bildschirm, Gruppe B? Ja. Ja. Sehr gut. Manuel, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dann schließ die Augen und geh durch deine Wohnung. Okay, also erster Punkt ist Eier. Dann ist Toastbrot, Schokoladeneis, Butter. Nein. Vegane Chips. Ja. Butter. Ja. Schinken. Ja. Salat, Knoblauch. Ja. Dann Bananen. Ja. Klopapier. Ja. Bier. Ja. Perfekt. Cool. Glückwunsch. Dann kommt in der Gruppe A der Robert dran. Ganz nach oben. Ihr seht jetzt alle Gruppe A. Jo. Gut. Robert, Augen schließen und durch deine Wohnung gehen und uns sagen, was du da Leckeres findest. Schokoladeneis, Bananen. Ja. Vegane Chips, Bier. Ja. Eier, Butter. Ja. Salat. Ja. Knoblauch. Ja. Moment. Gekochter Schinken. Ja. Klopapier. Ja. Und Toastbrot. Perfekt. Bravo. Okay. So, dann fehlt uns als letzter noch der Heiko. Nein. Nee, Heiko hat schon. Der Christian. Blödsinn, der Christian fehlt noch, genau. Und der Christian ist in Gruppe B. Richtig? Ja. Christian, schließ die Augen und erzähl uns was. Genau. Also, wir haben die Eier, wir haben das Toastbrot, wir haben das Schokoladeneis. Dann haben wir die veganen Chips, wir haben die Butter, wir haben den gekochten Schinken, wir haben den Salat. Dann haben wir den Knoblauch, die Bananen, das Klopapier und das Bier. Perfekt.
Bravo. Also ihr habt gesehen, das ist gar nicht kein Hexenwerk. Jeder kann das. Und was die praktische Anwendung betrifft, kann das eine Einkaufsliste sein. Genauso könnt ihr aber in euren Gedankenpalast auch die Stücke einer Toastmaster-Rede ablegen. Müsst ihr selber für euch ausprobieren, was da sinnvoll ist. Mache ich Anfang, Mitte, Ende in drei verschiedene Räume oder sage ich Anfang, Mitte, Ende, ist egal, das habe ich im Kopf, sondern ich gehe die einzelnen Bestandteile und lege die nur so irgendwie in den Räumen in der richtigen Reihenfolge ab. Der Vorteil ist aber, ihr vergesst nichts bei eurer Rede im Normalfall. Und für diese Rede, nachdem ihr die gemacht habt, habt ihr ja üblicherweise mehr als 5 Minuten Zeit. Viele Reden haben aber 12 Punkte, vielleicht 20 Punkte, bei viel mehr Vorbereitungszeit und mehr Wiederholungen auch dadurch. Also das ist gar kein Problem. Ich benutze das für all meine Reden und seit ich das auch tatsächlich für meine Reden durchgehend benutze, vergesse ich auch nichts mehr in meinen Reden. Auch ein Zitat kann man da festhängen. Wenn man irgendwo in der Mitte ein Zitat bringen will, nehmen wir mal, was weiß ich, Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders, dann stelle ich halt den Luther bei mir auf die Toilette drauf und stelle mir da diesen Mönch, diesen Benediktinermönch vor, wie der da mit Hammer und Papier, Pergament dasteht und an meine Toilette dranhämmert, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Nicht? Das ist ein gutes Bild, das merkt man sich. Und sowas kriegt man auch bei jedem anderen Zitat hin. Und wenn ich dann an meiner Toilette angekommen bin, in meinem Badezimmer, dann hole ich mir da den Luther raus, dann gehe ich da rein, beziehungsweise und sehe den Luther, entnehme mir das Luther-Zitat, schmetter das Luther-Zitat in meine Toastmaster-Runde und gehe dann ins nächste Zimmer. Man kann auch den Faden nicht verlieren mit dem Ganzen, weil der Faden ist die Reihenfolge der Räume und deswegen ganz wichtig, ihr könnt euch jetzt entscheiden, Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Aber dabei müsst ihr quasi den Rest eures Lebens bleiben. Sonst bringt der Verwirrung rein. Sondern ihr müsst dann wirklich wissen, und natürlich bedeutet das, dass ihr häufiger nicht eure ganze Wohnung benutzt und dass die ersten Räume mehr genutzt werden als die hinteren. Das macht aber nichts. Und wenn ihr trotzdem mal mehr Abwechslung haben wollt, dann sagt ihr halt mal euch innerlich, meine Geschichte beginnt im Wohnzimmer. Und das ist vielleicht das dritte oder vierte Zimmer erst auf eurer Strecke und geht es dann so durch. Das ist unproblematisch, aber wichtig ist, Uhrzeigersinn oder ihr müsst jeweils wissen, welches Zimmer ist das nächste. Und wenn ihr am Ende seid, wieder ins Anfangszimmer rein. Allerdings eine Geschichte sollte nicht mehrfach durch die Wohnung gehen, nur einmal durch die Wohnung. Ihr müsst nicht immer beim ersten Raum anfangen, aber ihr müsst im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gleichmäßig anfangen. Und ihr dürft eure Wohnung nur einmal benutzen. Pro Rede, pro Einkaufsliste, sonst kommt ihr nämlich wirklich durcheinander. Wenn also in der Küche im ersten Fall der Weihnachtsmann hin und her hüpft, Kalamata, Oliven jongliert und im zweiten Gang kommt er dann durch und da geschieht noch was anderes, das bringt das Gehirn durcheinander. Aber im letzten Raum muss eure Rede, muss eure Einkaufsliste beendet sein. Ja, ich habe halt sind halt mehr Sachen in einem Raum. Ich habe meine Frage, Jo. Ja. Einkaufen tut man ja öfter, wenn ich also jetzt jede Woche mal das versuche, jeden Samstag, dann fange ich ja wieder an und dann muss ich ja das umprogrammieren. Ja. Das funktioniert aber schon. Ganz ohne Probleme. Okay. Das Gehirn kommt da absolut nicht durcheinander. Und es kommt auch nicht, es spult das Programm automatisch ab. Du hast, weil du eine Gesamtgeschichte im Kopf hast. Nehmen wir an, du hast eine Rede in deinem Gedankenpalast und diese Rede willst du nicht nur einmal halten, sondern 4, 5, 6 Mal. Mhm. Dann ist das gar kein Problem, wenn du zwischenzeitlich deinen Gedankenpalast anders benutzt. Mhm.
Allerdings eins muss ich euch auch dazu sagen, der Gedankenpalast, das ist überwiegend Kurzzeitgedächtnis. Deswegen für eine Einkaufsliste sehr gut. Auch für eine Rede ist es sehr gut. Euch muss nur klar sein, ihr müsst diese Rede dann mehrfach, wie bei allem, was man ganz kurz sich reingepaukt hat, das ist dann auch nach 2-3 Tagen wieder weg. Oder man wiederholt es nach 2-3 Tagen und nach einer Woche nochmal, dann geht es ins Langzeitgedächtnis über. Und so ist es beim Gedankenpalast auch. Wenn ihr dann eine Rede gehalten habt und haltet die 2-3 Tage später und sei es nur für euch selber nochmal, dass ihr das durchgeht, ja, dann geht es auch ins Langzeitgedächtnis über. Kaiko? Ich habe dazu nochmal eine Frage. Wenn du jetzt eine Rede hast, von der du weißt, du wirst sie öfter halten, schreibst du dir dann deine Geschichte so ein bisschen auf, dass du sie beim nächsten Mal sofort wieder drin hast oder machst du sie wieder neu? Nee, ich benutze die gleiche Geschichte wieder, klar. Ja, schreibst du die dann vorher auf oder bist du sofort drin in der Geschichte? Ich bin sofort in der Geschichte drin. Also nicht, dass da was Falsches entsteht. Ich gehe üblicherweise bei einer Rede so vor. Ich schreibe meine Rede runter. Nicht, weil ich sie wortwörtlich halten will, sondern weil ich verschiebe dann auch mal ein paar Teile und um auch rauszustreichen, meist werden meine Reden zu lang, um dann zu kürzen. So, dann habe ich die eigentliche Rede, wie ich sie halten will. So, und dann gucke ich an, wo sind da die wichtigen Merkpunkte. Das sind, manchmal sind es 5 oder 6 nur. Wenn ich zum Beispiel am Anfang eine längere persönliche Geschichte von meinem Paris-Urlaub vor 10 Jahren mit der Familie erzähle, da reicht Paris Familie. Und dann ist aber schon 3-4 Minuten von der Rede oder zumindest 2 bis 3 Minuten weg. Dann habe ich also weniger Punkte natürlich, weil ich einen sehr großen ersten Merker hätte für die Eingangsgeschichte. Mehr als 20 brauche ich eigentlich nie. Mhm. Hatte ich bisher noch nicht bei einer Rede. Von 5 bis 7 Minuten. So, und wenn ich jetzt also meine Rede fertig formuliert habe, gehe ich die Rede und ich mache das schriftlich, ich drucke es mir dann tatsächlich aus, ich lese die mir nochmal durch und überlege mir hier schon und schreibe dann zum Beispiel daneben Franzose mit Baguette. So, und habe dann also neben meiner Rede Leuchtstift markiert, am Rand noch geschrieben, habe ich die einzelnen Punkte. Das Interessante ist, wenn man das oft genug macht, ich muss dann gar nichts mehr machen. Während ich mir diese Stichworte und Minigeschichten ausgedacht habe, Franzose mit Baguette, habe ich es auch schon verankert. Ich übe dann noch 2-3 Mal meine Rede und dann steht das Ganze. Dann ist es tief genug drin. Mhm. Und wenn ich dann die Rede wiederhalte, dann hole ich mir meine Notizen raus, gehe das nochmal kurz durch, Franzose oder Weihnachtsmann mit Kalamata-Oliven, Franzose mit Baguette. Und schon ist die ganze Geschichte meist wieder da. Dann reicht es einmal durchlesen. Und das ist aber wie alle Sachen, muss man auch sagen, auch wie Schleife binden an den Schuhen. Das war nicht mit einmal Erfolg gehabt, gemacht. Man muss, also je häufiger man, desto leichter fällt es einem das. Also ich kann nur sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Tausende von griechischen und römischen Rednern haben damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht, für viel komplexere Aufgaben, als wir denen eigentlich begegnen. Unsere Reden sind kurz und einfach strukturiert im Normalfall. Ja, das stimmt. Und insofern ist das ein ganz hervorragendes Mittel, finde ich, um sich Reden zu merken, um sie sich einzuprägen und locker vom Hocker wiederzugeben. Und ihr wisst ja, das Wichtigste am Reden ist unter anderem die Sicherheit. Nicht? Wenn man ängstlich ist, dass man die halbe Rede vergisst, dann erlebt man gerade bei jungen Mitgliedern, dass die tatsächlich wortwörtlich auswendig lernen. Das ist natürlich... Also ich könnte es nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. So mache ich normalerweise. Ja, was ich also einfacher ist es, wenn du die einzelnen Teile hast und dann erzählst du den einzelnen Teil. Du musst dann nämlich nicht den ganzen Satz und eine Rede ist auch eine Rede und keine Schreibe.
Das heißt, man, wenn einer einen Aufsatz vorliest, dann merkt man, dass das ein Aufsatz ist. Ne? Und eine hochgestochene Rede, da merkt man gleich, die ist für die Geschichtsbücher oder für die Veröffentlichung im Bundespresseblatt oder sonst was gedacht, aber nicht für die Menschen im Lande. Und das ist auch egal, ob das Thema abstrakt ist oder nicht. Ich habe wirklich schon Wissenschaftler gehört, die tolle Reden gehalten haben. Ich habe aber auch schon Moderatoren gehört, die ganz gruselige Reden gehalten haben. Also das ist nicht so selbstverständlich, wie man denken sollte, aus dem Kontext heraus zu sagen, jeder Wissenschaftler ist schlecht oder eine wissenschaftliche Rede kann man nicht interessant rüberbringen und lebendig. Aber der hat die sicher nicht auswendig gelernt und hält die so. Wo sind denn deine Gedanken bei der Rede? Hast du im Hinterstübchen immer das Bild dann noch dazu? Eigentlich nicht. Nicht mehr. Das läuft dann wie bei Play ab. Ja, okay. Manuel wollte gerade noch was sagen. Aber im Grunde, wahrscheinlich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es jetzt gar nicht. Also ich habe gewiss nicht, sehe ich nicht den Weihnachtsmann, der die Kalamata, Oliven durch die Gegend schleudert. Aber wenn ich irgendwo hängen bleibe, dann bin ich sofort wieder beim Weihnachtsmann. Ne? Dann weiß ich, wo ich den Einstieg finden muss. Aber normalerweise hast du dieses Gerüst dann tatsächlich um dich herum. Dieses Gerüst gibt Sicherheit. Und ich habe durchaus doch, ich weiß jetzt, ich komme zu der Stelle, wo das Luther-Zitat kommt. Und dann in der Tat habe ich vom inneren Auge den Luther, der da auf meiner Toilette aufnahm. Mhm. Doch, das schon. Aber das überschneidet sich, weil ich gucke ja das Publikum an. Es ist nicht wie so, als würde ich diese Geschichte jetzt nacherzählen, die ich in meinem eigenen Kopf als Gedankenpalastreise habe. Okay. Mischen. Redeinhalten helfen. Also wenn wir jetzt hier im Workshop, machst du ja auch eine Frage- und Antwortrunde und vielleicht gibt es ja auch einen Weg, wie man diese Technik eine gewisse Dynamik noch ermöglicht oder ich von dieser Dynamik nicht abgelenkt werde von meinem Weg durch die Wohnung. Also Politiker gehört die Politiker, die freisprechen. Es gibt leider immer weniger, aber es gibt noch welche. Die ich kenne, ich kenne zu meinem Leidwesen ein paar, die machen das anders, also gerade was Wahlkampfreden betrifft. Die haben Versatzstücke. Die arbeiten aber auch anders als wir, muss man auch wissen. Das ist eher so, die Arbeit, die die machen, ist eher so wie einer arbeitet, der Comedy macht, in so Kleinbühnen oder so. So, die haben ihre Versatzstücke. Und am Anfang des Wahlkampfes haben sie halt so ein paar Versatzstücke und was nicht ankommt, schmeißen die erbarmungslos raus. Und zum Schluss haben die so einen Kasten. Und aus diesem Kasten bedienen sie sich je nach Publikum. Mhm. Aber nicht in der fixen Reihenfolge, weil so ein Politiker muss in einer Wahlkampfveranstaltung vom Bezug auf das Kommunale, wo er gerade auftritt, bis hin zur Stellung der eigenen Partei zu China und Taiwan Stellung beziehen. Das heißt, da hat er ganz viele Versatzstückchen und hat auch keine feste Redestruktur. Das ist eher etwas anderes als bei uns. Der wird einen Einstieg haben, der wird einen Ausstieg haben und dazwischen wird er nach Gefühl jonglieren. Und die einzelnen Geschichten, die hat er sich allerdings auch mit solchen Mini-Geschichtchen gelernt. Insofern ist es gleich. Das ist nur, damit er weiß, wie die Geschichte funktioniert, die er jetzt gleich zum Besten geben wird. Das ist übrigens relativ spannend, jetzt gerade das, was du jetzt gerade erzählt hast. Es gibt in dem Buch Originals oder Nonkonformisten, wie es auf Deutsch heißt, von Adam Grant, war glaube ich der Autor, gibt es einen sehr schönen Auszug, wo es um die Martin Luther King Rede geht zu I Have a Dream und wie die überhaupt so entstanden ist. Das heißt, er ist ja irgendwann in der Mitte der Rede oder schon ein bisschen früher von seinem Skript komplett abgewichen. Und dieses I Have a Dream war ja in dem Skript eigentlich gar nicht drin, sondern er hat spontan reagiert. Aber das konnte er einfach nur machen, weil er im Prinzip schon 1500 Mal vorher bestimmte Reden gehalten hat und genau sich diese Versatzstücke aufgebaut hat, um die dann
situationsgerecht in dem Fall dann halt einbringen zu können. Und das hat halt den Erfolg einfach auch ausgemacht, diese Reaktion auf das Publikum und das Spielen auch mit den Emotionen in dem Fall. Eine sehr berühmte Rede ist ja die Rede vom Lincoln, diese Gettysburg-Rede. Eine der kürzesten Reden auch noch. Die hat, ich weiß gar nicht, 2 Minuten hat man die, glaube ich, vollständig oder 1,5 Minuten, länger ist die nicht. Eine ganz beeindruckende Rede, die aber tatsächlich geschrieben wurde. Und die hat er vom Zettel, die hatte er ja selber, damals haben die Politiker noch viele ihrer Reden selber geschrieben, die hat er wohl selber geschrieben. Hat sie vom Zettel abgelesen, aber als geübter Politiker im Blick drauf, erkannte die Rede, sie war kurz. Das weiß man deswegen, weil verschiedene Versionen der Rede existieren, weil die auch verteilt wurde. Es aber eine sichere Version gibt, nämlich die von mehreren Mitschriften, als was er also wirklich gesagt hat. Es gibt aber verbreitete andere, wo ein paar Worte abweichen und auch mal eine kleinere Konstruktion. Und das ist natürlich schon eine andere Rede. Nicht? Auch die Rede vom englischen Minister, Premierminister Churchill, da diese Blut-, Schweiß- und Tränenrede, das ist natürlich eine geschriebene Rede. Das muss man einfach so sagen. Das ist einstudiert wie ein Theaterstück. Eine große Rede ist gut geschrieben worden, weil es keine Vortragsschreibe ist, wie es in Deutschland häufig im Bundestag der Fall ist, sondern tatsächlich als Rede geschrieben. Die hat, wie würde man sagen, vielleicht ein Drehbuchautor geschrieben, also einer, der weiß, wie die Leute sprechen. Aber es ist eine geschriebene Rede, das muss man sagen. Und nachdem er nie beobachtet wurde, es war ja eine Radioansprache, weiß nicht, ob es das über Teleprompter, ob der das stundenlang geübt hat im Vorfeld, das entgeht mir jetzt. Aber das ist jetzt auch nicht so der Tenor der Reden, über die ich spreche. Wobei auf der anderen Seite von Cicero weiß man auch, der hat seine Reden auch über den Gedankenpalast gehalten, über seinen Gedankenpalast. Und der hat seine Reden ja tatsächlich auch immer veröffentlicht und damit Geld verdient. Der war also nicht nur der große Redner, sondern auch der große Schreiber. Und auch da weiß man von Zeitgenossen, dass der tatsächlich geschrieben wie gesprochen hat. Also dass der tatsächlich seine Reden auch so im Senat gehalten hat und nicht eine verschönerte Form dann nachher im Druck gab es ja noch gar nicht in die Abschreibe gegeben hat und in den Verkauf, sondern dass tatsächlich er seine Reden dann wortwörtlich auch so gehalten hat. Ist klar, auch die großen die Schauspieler und so weiter, die haben auch wenig Chancen abzuweichen. Nicht? Und wenn einer da die Aeneis von Homer vorzutragen hat, diese paar tausend Zeilen, dann will man auch nicht, dass zwischendurch mal ein paar hundert Zeilen fehlen oder eine neue Reihenfolge entsteht, sondern da geht es dann wirklich um die wortwörtliche Wiedergabe. Aber wie gesagt, das ist in meines Erachtens für uns als Toastmasters nicht die Aufgabe. Sondern wir wollen eine lebendige Rede haben, eine, die aus einem rauskommt. Umso mehr Möglichkeiten hat man ja auch tatsächlich in die Rede einzusteigen, auch mit Gestik, Mimik und so weiter, wenn man nicht die ganze Zeit, was kommt als nächste Zeile, denken muss. Also ich finde immer, man merkt es, wenn einer auswendig eine Rede vorträgt. Ja. Sonst müsste er tatsächlich so tief einsteigen wie ein Schauspieler, dass er sich hinstellt und tagelang das übt und wie betone ich das und dann die Rede reinkriegt. Aber dafür halte ich dann den Aufwand auch für Toastmasters. Mir wäre das zu viel Aufwand für eine Rede. Was ich an der Methode sehr, sehr charmant finde, das ist auch schon lange her, von Oliver Geiselhardt, der ist auch so als Experte für Gedächtnistraining irgendwie unterwegs, eine Rede bei unserem Verband gehört und ist in der Art eigentlich, macht er halt die gleiche Technik, allerdings setzt er halt komplett frei an. Das heißt, also es ging dann in der Rede darum, dass man sich
7 Punkte oder irgendwas merken sollte. Und da setzt man halt an, stell dir vor, du bist auf einer Wiese und erster Punkt irgendwie, du machst einen Rasenmäher und da vorne ist eine komische Kerze drauf und das ist deine 1, weil du zuerst Rasen mähen wolltest oder sowas in die Richtung. Was ich jetzt im Vergleich zum Gedankenpalast da schwächer finde, ist, beim Gedankenpalast setze ich halt auf dem bekannten Element meiner Wohnung auf. Und da ist es mir gerade extrem leicht gefallen, tatsächlich diese Stories innerhalb dieses bekannten Raumes tatsächlich aufzusetzen und das dann zu verknüpfen. Und das, da sehe ich die große Stärke dann gegenüber der anderen Technik tatsächlich. Ja, muss nicht unbedingt sein, der Gedankenpalast. Also wir schießen hier wirklich mit der Panzerfaust auf eine Fliege. Es funktioniert trotzdem, die Fliege ist tot. Die Geschichte ist häufig einfacher. Und geht vor allem länger, weil sie individueller ist, ins Gedächtnis über. Das war diese andere Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Ein kleines Fröschlein sitzt auf dem Seerosenblatt und so weiter und so fort. Ich bin sicher, die meisten von euch können die, nachdem sie die einmal nur gehört haben oder zweimal gehört haben, noch immer rekapitulieren. Also wenigstens die wichtigen Punkte, Frosch, Karpfen, Storch, Krokodil, Fotograf. Und haben damit ihre Wirbeltiere zusammen, die Wirbeltiergruppen. Und das ist natürlich der Vorteil einer kleineren Geschichte, die natürlich vollkommen erfunden ist. Auch die soll möglichst natürlich einprägsam sein und abstrus, also ist meine Meinung. Deswegen der Karpfen, der den Frosch schnappt und auch dann wirklich das Aufspießen, ist vollkommen egal, wie der Karpfen ums Leben kommt. Wichtig ist der Vogel, dass der drin bleibt. Aber so ist es halt, der Klapperstorch mit dem spitzen Schnabel spießt ihn auf, man hat dann halt das Bild und die Geschichte. Und das funktioniert für sowas schneller, muss man einfach sagen. Schneller, besser, aber auf der anderen Seite, wenn man sagt, man will Gedankenpalast einsetzen, würde ich sagen, alles im Gedankenpalast wegen des Trainings. Hat aber auch den Nachteil, wenn ich Wissen vermitteln will, also sprich die berühmte Eselsbrücke, dann nutzt mir der Gedankenpalast nichts, weil der ja meine Wohnung ist. Der hat auch früher den Leuten nichts genutzt, weil dem einen ist halt in dieser ersten Säule im Tempel der Riss aufgefallen, der nächste fand, dass zwei Flecken im Marmor aussahen wie eine Maus und so weiter. Die Gedankenwelten sind unterschiedliche. Bei der Geschichte kann ich jeden mitnehmen. Wenn ich einem sagen will, ich bringe dir jetzt auf die Schnelle die 5 Wirbeltierklassen bei, dann erzähle ich ihm die Geschichte, die kann er übernehmen. Die baut nicht so stark auf eigenen Erfahrungen und eigenem Wissen und Bildern auf. Er kann meine Bilder übernehmen in dem Augenblick. Das sind, glaube ich, so die zwei Unterschiede. Man kann auch eine Rede genauso mit einer Geschichte verknüpfen. Man kann sich auch so eine Geschichte wie dieses Fröschchen und so bei einer 5 bis 7 Minuten Rede sicher genauso gut möglich. Eine lustige Straßenbahnfahrt mit irgendwelchen Tieren und was da geschieht, was auch immer. Jedem wichtig ist, wirklich so fantastische Ideen wie möglich haben. Das ist das, was ich, das Gedächtnis merkt sich nicht das Alltägliche, sondern das Außergewöhnliche. Und das muss man in Bild bringen und dann bleibt es drin. Und deswegen nicht die Oliven auf den Küchentisch stellen. Da halten sie nicht lange. Und zwar jetzt voll gar nicht. So irgendwas drumherum noch, was das Ganze schmackhaft macht. Weitere Fragen? Aber wenn ich so etwas auswendig gelernt habe mit der Technik und ich zum Beispiel diese Liste von hinten anfange, kann ich, wenn ich meine Wohnung durchgehe von im Uhrzeigersinn, wenn ich dann gedanklich andersrum gehe, komme ich nicht auf die gleiche Gegenstände, aber in die andere Reihenfolge? Nee, es ist schlecht, weil es wirklich ein Weg ist. Der Weg ist das Ziel in dem Fall. Also das Wichtige, okay. Natürlich ist die Information, aber du tust dich schwerer, wenn du es andersrum abrufst. Okay. Das ist genauso, wie wenn du Musik falsch rumspielen würdest.
vielleicht, wahrscheinlich würdest du sie erkennen, was für ein Stück das ist. Aber die Feinheiten würden dir im Zweifelsfall entgehen. Und vielleicht wirst du auch nicht mehr genau wissen, an welcher Stelle der Musik du bist, wenn du es rückwärts abspielst. Stimmt. Also man wird es sich einfach schwieriger machen und die Gefahr erhöhen, dass man doch was vergisst. Aha, okay. Und deswegen den Weg, den man gegangen ist, wie man es abgestellt hat. Es ist auch so viel unterbewusst. Du weißt ja gar nicht, was du wirklich gespeichert hast, nachdem du den Weihnachtsmann in die Küche gestellt hast und ins nächste Zimmer gegangen bist. Vielleicht hast du den Osterhasen hingestellt. Einfach, weil du eine innere Verbindung siehst zwischen Weihnachtsmann und Osterhasen. Nicht? Die ist dir jetzt gar nicht so rational bewusst, aber die ist halt bei dir im Gehirn aus irgendwelchen Gründen Weihnachtsmann und Osterhase eng miteinander verknüpft. Und das würdest du jetzt gefährden, wenn du die Reihenfolgen wechselst. Stimmt. Okay. Aber so schnell eine Liste habe ich nicht gelernt. Ja, es ist überraschend. Deswegen ziehe ich immer das Beispiel ran und setze auch sowas wie die veganen Chips rein. Da denken immer alle, das sei schwer. Eigentlich ist es einfacher, weil die veganen Chips an sich schon zumindest noch ungewöhnlich sind. Da sind die Eier häufig schwerer zu merken als die veganen Chips. Was habt ihr denn überhaupt für Bilder gehabt? Würde mich mal interessieren. Ja, wer will mal seine Geschichte erzählen? Ich mache das. Mach, Heiko. Also, ich komme rein in mein Haus und sehe rechts den Schlüsselkasten. Aus dem Schlüsselkasten läuft das Schokoladeneis und oben auf dem Schlüsselkasten liegt die Banane. Jetzt höre ich was nebenan in der Toilette. Mach die Tür auf, da sitzt meine Frau und frisst immer ihre veganen Chips, was mich unheimlich aufregt, also gehe ich zum Kühlschrank. Im Kühlschrank sitzt ein kleines Männchen, das drückt mir erstmal ein Bier in die Hand und Eier und Butter und den Salat. Ich mache den Kühlschrank zu, gucke auf den Beistelltisch, da hat meine Frau wieder den Knoblauch aufgespießt und hat vergessen, den gekochten Schinken in den Kühlschrank zu legen. Ich gehe weiter zum Herd und sehe, aha, meine Frau war einkaufen, denn das Toilettenpapier liegt auf dem Herd und rechts daneben liegt das Toastbrot. Witzig, ne? Etliche Minuten vergangen und der Heiko kann die Geschichte noch immer erzählen, nicht weil er verbildlicht hat. Ich stelle mir das jetzt auch, manche Sachen kann ich vollständig nachvollziehen. Dieses Schokoladeneis, das da runtertropft, das ist ein super Bild, ganz hervorragend. Das passt auch in meine Welt jetzt rein. Aber ich gehe es natürlich ab. Ne? Ich gehe durch die Wohnung und ich sehe das. Ich mache die Tür auf. Also, aber du siehst ja auch, wie flüssig du die Geschichte erzählst. Ja, das ist jetzt also kein Aufwand, den man betreiben muss. Und was passierte dann? Und dann, oh, da war da noch was. Sondern die Geschichte kommt auch jetzt noch halbe Stunde später flüssig aus dir raus. Und damit auch die einzelnen Punkte natürlich. Will noch einer seine Geschichte zum Besten geben? Natürlich könnte ich das auch nochmal. Also ich würde es gerne nochmal versuchen, ob ich es hinkriege. Und zwar gehe ich bei mir in die Wohnung rein und sehe links direkt einen Storch auf den Eiern oder die Eier ausbrüten, gehe geradeaus ins Badezimmer, gucke nach rechts in die Badewanne, in der es regnet, dort liegt das Toastbrot, gucke nach links in die Toilette, dort ist das Schokoladeneis, braun Schokoladeneis, Toilette, das passt, glaube ich, ganz gut. Gehe wieder raus aus dem Badezimmer und sehe links in der Garderobe ein Schwein sitzen, was die veganen Chips isst, logischerweise natürlich. Gehe weiter in die Küche, sehe die Kuh, die quasi aus dem Euter sich die Butter aufs Brot schmiert, drehe mich um zum Herd und dort sitzt ein Schwein quasi im kochenden Wasser, so Jacuzzi-artig mit einem Handtuch um die Schultern und ist natürlich der Kochschinken in dem Fall. Dann gehe ich weiter geradeaus ins Wohnzimmer. Rechts sitzt ein Döner, der mich ein bisschen deppert anguckt, die Knoblauchzehen natürlich. Oder Knoblauch und rechts davon liegt auf dem länglichen Teil des Sofas liegen die Bananen, die sich auch schon so ein bisschen pellen, ein bisschen lassiv auch. Davor liegt das Toilettenpapier mit dem Mund offen quasi nach oben, wo das Bier reinträufelt. Das müssten die 11 Punkte gewesen sein. Sehr schöne Geschichte. Du hast gemerkt, dass es nur 11 Punkte waren und nicht 12, wie ich immer gesagt habe. Genau. Es gibt nochmal einen Sonderapplaus. Eine Sache würde ich nochmal überlegen. Halte die Geschichten einzigartig. Mhm. Du kannst es vielleicht, aber ich würde es trotzdem empfehlen, einfach
dein Schwein einmal ohne Zusammenhang, weil es die veganen Chips gegessen hat. Ja, also auch nicht zwei Sachen in eins. Ich würde nicht vegane Chips und Kochschinken, was du ja auch nicht gemacht hast, aber ich würde das auch, das ist auch eine wichtige Information, nichts doppelt. Eine Kurzgeschichte, eine Informationseinheit, nicht zwei Informationseinheiten. Und das Zweite ist, du kannst aber Geschichten verknüpfen. Der Weihnachtsmann jongliert die Kalamata Oliven und haut dabei einem Franzosen eine Olive vor die Nase, der gerade mit dem Baguette reingerannt kommt. Das funktioniert. Aber ich würde da nicht doppeln, das Schwein, das die veganen Chips isst und dann nochmal das Schwein, das gekocht wird und den Kochschinken ergibt. Ne? Das ist zweimal das gleiche Bild in einer Geschichte, würde ich zumindest vermeiden, um durcheinander kommen, Irritationen und so weiter zu vermeiden. Ja, ich brauche quasi ein Tier, was ich nicht selbst isst, wenn es halt Chips isst. Ja. Es hat ja auch gut funktioniert, ja. Keine Frage, aber ich würde es einfach machen. Aber danke für den Hinweis auf jeden Fall. Aber es war trotzdem schon natürlich jetzt im ersten Step relativ aufwendig, das halt auszuarbeiten tatsächlich. Also sowohl Manuel als auch ich, wir haben die kompletten 10 Minuten gebraucht. Aber ich hoffe, ich dass auch. Es dann, bei ihm war genau das Gleiche, weil ich habe mir auch solche Tiere, die irgendwas machen. Und es hat ein bisschen länger gedauert wie bei Heiko. Heiko, du warst wirklich schnell. Also ich war drei Viertel mit meiner Liste und du warst schon, wow. Und nicht alles nur, ich habe jetzt Weihnachtsmann, es muss nicht immer alles personifiziert sein. Also dieses Schokoladeneis, das da in den Schlüsselkasten reintropft, das ist eine gute Geschichte. Das passt. Da muss kein Mensch dabei sein, kein Gegenstand, also der Schlüsselkasten schon, also kein Mensch, kein Tier oder sonst was dabei sein. Aber mit Tieren kann man halt immer abstruse Situationen machen. Und man muss sich natürlich auch, deswegen sage ich, die Geschichte ist ein wenig verschwendet für eine Einkaufsliste natürlich. Man muss sich natürlich für jedes immer eine neue Geschichte ausdenken. Ne? Es funktioniert auch nichts zu sagen, also in meinen Augen zumindest nicht, ich habe jetzt eine neue Einkaufsliste. Das letzte Mal hatte ich den Weihnachtsmann für die Kalamata Oliven, also stelle ich den Weihnachtsmann da in die Küche. Ist gefährlich, ob das funktioniert. Weil man sich nicht genug, und zwar deswegen, weil man sich nicht genug mit der Geschichte beschäftigt, sondern man weiß ja im Hinterkopf schon, Weihnachtsmann jongliert Kalamata Oliven, zack, zum nächsten Punkt auf der Einkaufsliste, ohne wirklich die Geschichte erneut verinnerlicht zu haben. Na, okay. Also du lässt ihn dann nicht mit irgendwas anderem jonglieren oder irgendwas tun, sondern der muss erstmal eine Zeit lang verschwinden. Genau. Ja, okay. Und das nächste Mal würde ich den halt auch auf die Toilette setzen oder sonst. Also ja, auf jeden Fall anders. Keine ähnliche Geschichte machen. Ja. Ich vergesse zum Glück meine Geschichten auch immer ganz schnell wieder, die meisten von uns. Wir reden hier von Kurzzeitgeschichten. Ne? Und beim nächsten Mal ist ein Krokodil, das mit einer Packung Eier durch die Gegend läuft oder sonst irgendwas. Ne? Und da die Eier zerbrechen und es kommen Oliven raus. Was weiß ich. Oder ein Polizist mit einem Alkoholtest und ein Bier. Ja, genau. Sowas zum Beispiel. Wobei, da, ja... Nein, ja, kann man machen. Polizist und Bier ist schon fast nicht, Alkoholtest ist fast nicht mehr abstrus, genau, ist nicht mehr komisch. Ja, aber einer, der mir ein Bier gibt, ist... Frisch gezapft, Blasen, bitte pusten, ja. Genau. Manuel, du wolltest aber sagen. Ja, mir fällt gerade ein, dass Gerüche ja auch ziemlich stark wirken könnten. Also zum Beispiel jeder Raum, in dem wir uns befinden, hat ja auch Gerüche oder auch Knoblauch hat ja auch einen Geruch. Und welche Erfahrungen hast du mit Gerüchen gemacht bei der Vorbereitung? Also ist das vielleicht eher hilfreich oder etwas, wo man sich gar nicht viel drum kümmern muss? Was funktioniert, funktioniert. Gerüche haben einen Vorteil, sie sind ganz, ganz starke Anker. Also wenn man 20 Jahre später einen Geruch riecht, den man schon mal gerochen hat, dann können sich da auch Menschen dran erinnern, das riecht wie der Apfelkuchen meiner Oma, obwohl sie seit 20 Jahren nicht mehr dran gedacht haben an diesen Apfelkuchen, obwohl sie sonst nicht so geruchsorientiert sind. Also Gerüche haben eine ganz, ganz lange Erinnerungszeit.
Der Gedankenpalast ist vorwiegend erstmal von der Idee her schon optisch aufgebaut. Man hat die Bilder seiner Wohnung und geht sie durch. Es fällt Menschen, die ein bildliches Verständnis haben, einfacher natürlich, sich da reinzuarbeiten, aber letztendlich sind alle Menschen, wir sind Augenmenschen. Wir sind Augenmenschen, jetzt mal von jemandem, der durch Unglücksfälle oder von Geburt das Augenlicht verloren hat, das ist nicht der Normalfall, zum Glück, sind wir Augenmenschen. Selbst wenn wir unheimlich musikalisch sind, sind wir Augenmenschen. Und wenn einer jetzt sehr musikalisch wäre, ja, dann würde ich sagen, dann kann man das auch einbauen. Irgendeine Melodie, ein Jingle, eine Fanfare, was auch immer. Ich würde aber trotzdem im Bild bleiben. Ich würde dann vielleicht einen Konzertsaal durch oder Musikinstrumente oder sonst irgendwas verstärkt als Anker nehmen. Aber das kann ich nicht beurteilen. Dazu bin ich nicht so der Akustische. Ich bin sehr stark tatsächlich optisch getriebener Mensch auch. Ja, wenn ihr keine Fragen mehr habt, schön, dass ihr da wart. Danke dir für die Durchführung des Workshops. Vielen Dank. Vielleicht noch eine Frage. Ja, klar. Wie bist du zu der Technik gekommen? Machst du das, nutzt du es beruflich? Bist du erst bei Toastmasters drauf gekommen? Was ist so dein... Ich bin erst bei Toastmasters. Ich kannte es vorher schon vom Begriff her und von der Theorie her, aber richtig zum Einsatz gebracht habe ich sie erst bei Toastmasters. Mhm. Ich bin wie viele Toastmasters wegen Lampenfieber hingekommen. Ja. Ich habe also in meinem Leben schon viele Reden vorgelesen von einem Stück oder mehreren Stücken Papier. Und mich hat das immer fasziniert, weil ich auch Kontakt mit denen hatte, mit Politikern, die sich dahingestellt haben. Und wirklich mitreißende Reden auch. Das sind ja auch gute Darsteller. Das darf man auch nicht für, oder viele davon sind gute Darsteller. Das gut rübergebracht haben, egal von welcher Partei, Sarah Wagenknecht, sage ich euch, die zu hören, das ist, kann ich nur jedem empfehlen, die ist traumhaft. Ne? Ja. Und so gibt es in allen Parteien Politiker, die einfach sehr gute Redner sind und ganz unterschiedlich auch. Und da dachte ich, ja, so möchtest du die auch mal hinstellen können und dann losreden können und trotzdem das ganze Hand und Fuß, eine Gliederung und so weiter, das will man ja auch haben. Man will ja nicht nur Versatzstückchen hören. So kam ich dann zu Toastmasters und habe schnell gemerkt, das geht nur, wenn du viele, viele Reden hältst. Und viele, viele Reden hieß dann auch tatsächlich alle zwei Wochen eine Rede halten für mich. Und das habe ich gemacht. Ich habe dann in 2 Jahren 50 Reden oder so, 2 Pfade auf jeden Fall, zack, durchgeschritten und habe auch gemerkt, das stimmt. Ich brauche heute noch für eine Rede, wenn ich das Thema natürlich im Kopf schon habe, grob, brauche ich vielleicht 3-4 Stunden Vorbereitungszeit für das Ausformulieren der Rede. Was will ich sagen? Ist eine vernünftige Gliederung drin? Und da vielleicht 2 oder 3 Mal gehe ich die maximal durch, bevor ich sie halte. Und das sind, möchte ich jetzt mal sagen, keine schlechten Reden, die ich da halte. Für eine wirklich wichtige Rede würde ich mehr Aufwand reinsetzen. Und auch wenn ich an einem Wettbewerb teilnehmen will mit einer vorbereiteten Rede, keine Frage. Aber wenn ich jetzt einfach eine gute Rede halten will zu einem Thema, das mich interessiert, dass man auch denkt, dass das die Gruppe interessieren könnte, dann ist das so meine Vorbereitungszeit. Und das geht nur wegen der Übung und es geht wegen des Gedankenpalastes, nicht? Dass ich da wirklich sicher sein kann, wenn ich meine Struktur meiner Rede habe, dann habe ich die auch ruckzuck in meinen Gedankenpalast rein verteilt und kann sie dann wieder abrufen zu gegebener Zeit. Also ich finde es total faszinierend, weil was ich jetzt auch mitnehme, man kennt diese Methodik ja teilweise auch aus Filmen wie zum Beispiel Hannibal oder halt von Sherlock Holmes und so weiter. Jetzt habe ich mal einen konkreten Anwendungsbereich und ich kann mir wirklich, wirklich gut vorstellen, weil es jetzt einfach gerade auch so fluppte mit der Einkaufsliste, das zukünftig anzuwenden. Und insofern, da sind wir wieder ein bisschen beim Anfang eigentlich. Wieder mal ein sehr wertvoller Abend irgendwo.
für den man woanders auch sehr viel Geld bezahlen kann, was jetzt im Rahmen von Toastmasters leider im zu kleinen Rahmen echt kostenlos und also quasi in der Mixwirtschaft inbegriffen, aber richtig gut rüberkam und ich nehme extrem viel mit. Also insofern auch schon mal danke auch für deine Mühe und die Durchführung des Workshops. Gerne. Ich habe den erstmalig in meinem Club gehalten, als uns damals Corona voll erwischt hat. So die erste Totalsperrung. Wann war das? Anfang letzten Jahres, ja. Bevor die Sommerlockerung wieder kam. Und da hatte ich das in drei Teilen gehalten. Da war das erste der Gedankenpalast, das zweite mit der gleichen Übung, Einkaufsliste, das zweite war dann Zahlenmerken. Da haben wir die Zahl Pi auf 25 Stellen, glaube ich, allesamt gelernt. Und das dritte war Namen und Bilder, womit auch viele Probleme haben. Man lernt auf irgendeiner Konferenz oder auf einer Veranstaltung Herrn Meier kennen und dann kommt schon die Frau Müller und man weiß schon gar nicht mehr, wie der Herr Meier hieß. Das Gesicht hat man meist noch vor sich, aber man weiß nicht mehr, wie er hieß. Und das haben wir halt geübt, auch mit schweren Namen. Ich habe also bewusst dann Namen auch mit Migrationshintergrund, auch aus dem arabischen und asiatischen Raum genommen, die vielleicht nicht so vertraut sind, reingenommen in die Übung. Und das geht genauso. Technik ist natürlich ein bisschen anderer als beim Gedankenpalast. Den Gedankenpalast kann man aber zum Beispiel bei Zahlen auch sehr gut einsetzen. Okay. Nicht, wenn ich jetzt Zahlen auswendig zu lernen habe und habe meine feste Reihenfolge, dann fange ich an, wenn die erste Zahl 2 wäre. Da brauche ich jetzt gar nicht mit Schwänen und Ähnlichem. Da gibt es noch andere Techniken auch, die man nutzen kann. Aber wenn man sich jetzt einfach so eine Zahl mal merken muss, dann fange ich halt an und weiß, die erste Zahl ist 2. Und dann gehe ich in meine Küche und da steht eine Packung mit Eiern und da sind nur noch 2 drin. Oder 2 sind zerbrochen oder irgend sowas. Ne? Und dann habe ich die 2. Und dann gehe ich weiter in meiner Küche. Das ist übrigens, das habe ich gar nicht erwähnt, auch eure Räume müsst ihr auch in der gleichen Richtung abschreiben. Ne? Das werden die meisten von euch instinktiv gemacht haben. Aber wenn ihr im Uhrzeigersinn geht und kommt in eure Küche, müsst ihr auch eure Küche im Uhrzeigersinn gehen, reingehen und wieder rausgehen. Dann und in den nächsten Raum entsprechend rein. Ja, und so kann man sich, wie gesagt, auch mit der Gedankenpalast-Methode auch wunderbar, also wenn es jetzt so um Zahlen geht, so 25, 30 Zahlen in einer bestimmten Reihenfolge, problemlos im Gedankenpalast unterzubringen und auch schnell im Gedankenpalast unterzubringen. Wenn ihr also den Ehrgeiz habt, die Zahl Pi auf 25 Nachkommastellen, ich sage euch, 10 Minuten habt ihr es. Vielleicht 15 Minuten beim Üben, aber das reicht auf jeden Fall. Und wenn ihr euch das ein paar Tage lang einmal am Tag diese Geschichte wiederholt, dann habt ihr es im Langzeitgedächtnis und vergesst es nie wieder. Jetzt die Weihnachtszeit, haben wir ja Zeit zu üben. Genau, macht es. Ja, also ich darf mich auch bedanken. Ihr wart ein sehr angenehmes und nettes Publikum. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr Zeit auch zum Üben findet. Übung spielt eine Rolle. Und ich kenne viel zu viele Workshops, an denen ich selber teilgenommen habe. Man ist erstmal hoch motiviert und findet aber keine Möglichkeit zur Anwendung. Und dann ist es eigentlich schon wieder vergessen. Und versucht es morgens, ist Samstag, die meisten werden in irgendeiner Form einkaufen oder sonst irgendwas gehen. Versucht mal die Einkaufsliste so zu machen, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich umständlicher ist, jetzt als einen kleinen Zettel zu nehmen, aber als Gedächtnistraining. Die Einkaufsliste sich so zu merken. Und dann nehmt es am Zettel mit, damit ihr euch sicher seid, es kann nichts passieren. Versucht aber, eure Wohnung abzuschreiten und entsprechend einzukaufen.